Am Donnerstag nahm der Schweriner Polizeidirektor Lutz Müller neue Überziehwesten für Ausrüstungsgegenstände von Innenminister Lorenz Kaffier entgegen. Diese bieten gesundheitliche und taktische Vorteile für den Träger. So wird beispielsweise der Beckenbereich deutlich entlastet, weil Ausrüstungsgegenstände nicht mehr an der Hüfte getragen werden müssen. In Verbindung mit der Unterziehschutzweste können auch Gewicht und Temperatur bei längeren Einsätzen reduziert werden, bei gleichbleibendem Schutzniveau. Ja, also für uns ist das natürlich heute ein schöner Tag, weil ich sag mal, diese Außentragehülle wird uns einsatztaktisch eine Verbesserung bringen und natürlich auch für die Kollegen eine deutliche Erleichterung, weil viele Ausrüstungsgegenstände jetzt vom Koppel verschwinden und hier deutlich besser auf den Körper verteilt werden können. Nachdem die Schutzwesten ein Jahr lang erfolgreich im Einsatz getestet und weiterentwickelt wurden, ist Schwerin die erste Stadt in Mecklenburg-Vorpommern, die diese neuen Außentragehüllen einführt. Ja, das Land hat mehrfacherweise mit Anzeige geholfen. Zum einen haben wir die Westen finanziert mit rund 600.000 Euro. Und zum anderen sind auch andere Unterziehbegleitung jetzt im Rahmen der Einführung möglich und nötig. Laut Innenminister Lorenz Kaffier steht der Schutz der Polizeibeamten im Land an erster Stelle. Da gewalttätige Übergriffe auf Vollstreckungsbeamte im letzten Jahr erneut gestiegen sind, ist eine entsprechende Ausstattung für die Polizisten umso wichtiger.